Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus. Gleich fragen wir nach dem Schreiben nach Corona. Welche Hypothek bedeutet die Erfahrung der Corona-Pandemie für das literarische Schreiben? Wird sich dieses Thema jemals ausblenden lassen, wenn von den 20er Jahren des neuen Jahrtausends die Rede ist? Was hat die Corona-Pandemie mit der Sprache gemacht? Welche Wörter werden wir nie wieder ohne Referenz auf die Corona-Pandemie in den Mund nehmen können? Wie lesen sich plötzlich Szenen von Intimität und Nähe und was bedeutet das, wenn es darum geht, solche Szenen auszumalen? Und welche literarischen Narrative wurden geprägt und gefestigt? Beispielsweise aktuell gerade dieses Narrativ der zweiten Welle, das mir bisher nur aus der Horrorliteratur vertraut war, wenn man dachte, jetzt sei alles vorbei, dann aber die Bestien ein zweites Mal auf die Stadt vorrücken. Kurzum, für das Schreiben nach Corona stellen sich viele Fragen. Ich freue mich sehr, dass Katrin Röckler, Julia Schoch, Joko Tawada und David Wagner unserer Einladung gefolgt sind. Und ich möchte mich bedanken bei Elke Brüns, die gleich in zwei Runden das Gespräch führen wird. Elke Brüns ist Literaturwissenschaftlerin, Dozentin und Autorin. Und sie war sofort dafür zu begeistern, nach dem Schreiben nach Corona zu fragen und dem nachzuspüren. Mein Name ist Christian Hippe, jetzt gehört das Wort dem Podium. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die netten Worte, lieber Christian. Du hast eigentlich alles schon gesagt, was ich auch sagen wollte. Insofern kann ich mich vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Ich freue mich naturgemäß auch sehr, dass Sie hier sind, dass ihr hier seid. Und ich freue mich natürlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil das Thema auf Interesse stößt. Zum anderen natürlich auch, weil wir uns einfach wieder live und echt und physisch versammeln können. Und das ist ja schon mal auch ein Grund zur Freude. Um die gute Laune jetzt auch gleich wieder zu verderben, ich komme gleich auf diesen Titel zu sprechen, Schreiben nach Corona. Denn natürlich haben wir noch kein Schreiben nach Corona, sondern sind ja noch in Corona, wenn man das so sprachlich ungelenk ausformulieren darf. Dass jetzt alles wieder anders aussieht oder fast schon so aussieht, wie wir es kennen, dafür brauchen wir dann also eben auch ein Stück Fantasie, um uns klarzumachen, Mensch, das Virus gibt es ja immer noch. Die Masken erinnern uns vielleicht, aber sonst sieht doch vieles einfach wieder aus, wie schon vorher auch. Wenn dann tatsächlich mal die Zeit nach Corona eingetreten ist, dann brauchen wir vielleicht noch mehr Fantasie, um uns vorzustellen, wie diese Zeit eigentlich war. Diese Zeit, die einerseits aus meiner Wahrnehmung zumindest sehr markant ist, auf der anderen Seite aber auch irgendwie sehr diffus und sehr unfassbar ist. Und mit dieser Vorstellungskraft, die wir dann brauchen werden, da landen wir natürlich schon zwangsläufig quasi bei der Literatur, denn dort ist ja die Imaginationsfähigkeit der Grundstoff. Und so scheint es mir wirklich sehr passend, dass wir heute vier Autorinnen befragen, zu dem, wie sie sich das Leben in Zeiten von Corona, so werde ich diesen Titel jetzt mal eigenmächtig etwas abändern, was das so bedeutet. Und damit begrüße ich eben auch noch einmal sehr herzlich Katrin Röckler, Julia Schoch, Joko Tawada und David Wagner. Um schnell ins Gespräch zu kommen, wie gesagt, Christian hat das schon gesagt, gibt es diese Statements, aus denen ich jetzt einige Passagen immer herausgreife und zur Diskussion stelle und die Autorinnen und den Autor David befrage. Die erste Runde wird sich eher mit den Problemlagen und Schwierigkeiten eines Schreibens in Zeiten von Corona und nach Corona befassen und die zweite vielleicht eher mit den Schreibbewegungen und den literarischen Strategien, die da möglich sind oder die sich hergestellt haben. Das ist natürlich nur so eine grobe Richtung. Alles kann auch immer anders sein, je nachdem, wie sich das Gespräch auch eigendynamisch entwickelt. So, jetzt aber also, Schreiben nach Corona. Beginnen wir mit dem ersten Wort Schreiben. Damit möchte ich gerne dich, liebe Julia, zitieren aus deinem Statement, denn du hast eine Befürchtung geäußert, die da lautet, ich zitiere, werden die Ereignisse der letzten 9 Wochen einmal etwas mit meinem Schreiben zu tun haben? Ich ertappe mich, wie ich denke, hoffentlich fließt das Thema nicht in meine Bücher. Oder höchstens als Hintergrundrauschen, auf dem sich eine andere, von mir noch nicht gekannte Geschichte abspielt. Julia, warum dieses Unbehagen am literarischen Thema Pandemie oder Corona?
Also ich glaube, ich hege die Hoffnung, dass in der Literatur auch eine andere Zeitrechnung herrschen kann als der hektische Diskurs und die Kommentarwut. Und wir sind ja, glaube ich, alle ziemlich überflutet von den vielen Meinungen und eben Kommentaren und diesem gesunden oder ungesunden Halbwissen, was so verbreitet wird. Und ja, also es wäre schön, oder zumindest habe ich die Literatur so bislang gesehen, dass sie eigentlich ein Ort ist außerhalb der Aktualität. Also entweder läuft sie der Aktualität immer meilenweit hinterher, weil sie ja gar nicht so schnell sein kann. Also ich zumindest kann nicht so schnell schreiben, wie sich die Ereignisse überschlagen. Oder sie ist den Ereignissen natürlich meilenweit voraus. Also ja. In dem Statement hatte ich ja auch einen Roman erwähnt, genau, von Jean-Philippe Toussaint, Das Badezimmer. Der hat mich sehr, sehr interessiert in den 90er Jahren, wo alle so ins Ausland gereist sind. Ich ja auch. Aber in diesem Roman verschanzt sich ein junger Mann in einer Badewanne. Ach, verschanzen ist schon zu viel gesagt. Also er verbringt einfach seine Tage in einer Badewanne, in einer leeren Badewanne, und guckt so ein bisschen Fußball und unterhält sich ab und zu mit seiner Freundin. Und es gibt so 2-3 Mal in dem Roman den Satz, eigentlich müsste ich rausgehen, um, und dann kommt immer nichts. Also er weiß eigentlich nicht genau, warum er lieber draußen sein sollte, anstatt drin. Und das hat mich also jahrelang sehr begeistert und eigentlich jetzt wieder, weil mich das natürlich so an diese Zeit auch wieder jetzt erinnert, ja, hat, wo wir drin sein müssen. Aber es kann natürlich auch, es ist ja ein großer Zug von Souveränität und auch von Freiheit zu sagen, ich gehe da nicht raus, sondern bleib drin, weil drin kann ich genauso gut denken wie draußen. Gibt es denn jetzt aktuell auch ein Buch, was du gerade liest, also was quasi wie die Badewanne als ein vielleicht auch anderes Narrativ zu all diesen solchen Texten, die jetzt immer wieder gelesen werden und immer wieder aufgerufen werden, und der Hektik des Diskurses, da wollte ich dich dann gleich dazu fragen, gibt es eben so einen Text, den du da, wo du sagen würdest, ja, das ist so ein Gegengift dagegen? Wie die Badewanne eben. Ja, aber das wäre jetzt kein Text, mit dem ich versuchen würde, mir die Gegenwart zu erklären. Mhm. Also so lese ich eigentlich nicht. Also ich lese eigentlich in anderen Zeiträumen und versuche jetzt auch nicht in der Literatur Antworten auf die gerade aktuelle Wochendebatte zu finden. Ja. Ja, das passt gut zu dem auch, was du geschrieben hast, Katrin, in deinem Statement. Also gerade dieser rasende Diskurs. Du hast nämlich geschrieben, alles, was ich jetzt schreibe, ist eigentlich schon veraltet. Ich kann nicht Schritt halten, der Diskurs bewegt sich in rasanter Geschwindigkeit vorwärts, die Situation kann sich jederzeit ändern. Was heute dementiert wird, ist morgen Realität. Es gibt also diese Zeitproblematik, dieses Älterwerden der Texte, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Und du hast also geschrieben dann auch, ich entnehme das diesem Artikel aus der FAZ, den du mir geschickt hast, also bei Katrin muss man sagen, als sehr produktive Autorin hat sie nicht etwa ein Statement geschickt, sondern ganz viele Texte, aus denen ich jetzt so ein bisschen zusammen mir das nehme. Also du hast auch geschrieben, Literatur muss sich wieder darauf besinnen, eine Zeitkunst zu sein, also gegen dieses Tempo sozusagen und dieses Nicht-Hinterherkommen. Was kann diese Zeitkunst, wie du das nennst, leisten? Was müsste sie sein? Ja, ich denke, man kann sie erstmal als mehrspurig verstehen. Also ich würde nicht sagen, dass Literatur nichts mit Aktualität zu tun hat. Ich würde aber auch nicht sagen, dass sie mit der Aktualität zu tun haben muss oder dass sie sozusagen sich nur daraus speist, sondern dass sie ja verschiedene Zeitspuren oder Zeitsignaturen auch aufnimmt und mit ihnen umgeht. Ich selber arbeite da auch auf verschiedenen Strängen, und es gibt so eine, statt einem Buch habe ich so eine Zettelwirtschaft hier mitgebracht, das ist so symbolisch, auch deswegen Zettelwirtschaft, weil das ja eben kein Buch ist, ja, und kein jetzt fertiges Produkt oder Literatur kann viel, ja, also es gibt viele Möglichkeiten, und ich selber blicke auf diese 10 Wochen, die jetzt ziemlich extrem abgeschlossen waren, mit eher auch, wenn ich das so wieder mir anschaue,
mit gemischten Gefühlen zurück, ja, und finde es auch nicht leicht, ja, da abschließend irgendetwas dazu zu sagen, können wir auch nicht, geht ja auch noch weiter. Ja, insofern denke ich, dass es immer so eine Art Verhältnis, ins Verhältnis setzen von diesen unterschiedlichen zeitlichen Situationen, in denen wir sind. Also wenn man jetzt so sagt, es gibt diesen Mediendiskurs, der immer dieses Jetzt behauptet, wo man quasi immer zu spät schon ist und immer hinterherlächelt. Es gibt eine Speicherfunktion in der Literatur, wo man eben auf einmal, die lesen alle Camus und finden da irgendwie die Gegenwart wieder. Und also das ist ja ganz, das finde ich ja total spannend, und ich finde, das ist auch die Leistung von Literatur, dass sie eben sehr verschiedene Dinge machen kann. Ja, mich hat es da schon sehr erwischt auf eine Weise, weil ich mich da nicht ganz frei halten konnte von diesem vielleicht letztendlich, wenn wir ein Jahr drauf gucken, naiven Gefühl einer Zeitenwende, also dieses aus einer neoliberalen Situation plötzlich der Staat schaltet sich ein und alle werden in Quarantäne, also diese Einschränkung quasi der oft beschworenen Bürger- und Freiheitsrechte, die da stattfand, und diese Fürsorge, die im Vordergrund plötzlich stand, von der wir in den letzten Jahren ja so wenig miterlebt haben, das ist etwas, was ich schon sehr frappierend fand und auch so meine Idee von Zukünftigkeit auch so herausgefordert hat. Wie sieht unsere, wo leben wir jetzt eigentlich? Und mir selbst eben die Gegenwart zu erklären, ist für mich ein ganz großer Antrieb. Mhm. Aber es heißt nicht, dass ich da immer erfolgreich bin. Ja? Was ich aber noch hinzufügen wollte, also bin ich zu weit weg hier, das hat man schon von Mikros Angst, gell? Wer weiß, ist, dass ja auch die Arbeit, weil du jetzt gesagt hast, man in der Badewanne quasi denken oder in seinem eigenen Zimmer denken, in der Erstellung von Literatur hat man ja auch verschiedene Problemsituationen, zum Beispiel die Recherche. Ich kann eben nicht an mein Material ran, ich kann in der Quarantäne kann ich eben nicht irgendwie irgendwo hinfahren, mir was anschauen, mir mit jemandem sprechen, wenn ich eine Recherche mache. Also dieses Beschnittenwerden habe ich schon auch als sehr, sehr schwierig erlebt. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, um das immer noch mal so weiter auszuweiten, das total sichtbar wurde, wie sehr Literatur, wo man jetzt immer sagen könnte, die ist ja, findet zwischen zwei Buchdeckeln statt oder die ist ja irgendwie etwas, was ja am einfachsten jetzt zu erhalten ist in dieser Situation, weil man kann die Texte schreiben, man kann sie dann doch irgendwie digital auch veröffentlichen, wie angewiesen Literatur auf den öffentlichen Raum ist. Das fand ich total irre, also auch zu hören. Also ich habe dann auch mit meinem Verlag gesprochen und die erzählten dann, ja, verkaufen sich beim Fischer Verlag, ja, es verkaufen sich gerade 4 Bücher. Bei denen. Ja. Alles andere ist völlig runtergefahren. Also solche, ja, da komme ich jetzt schon zu diesem Betriebssystem rüber. Also es ist, war eine Zeit, die sehr herausfordernd war und die sehr viel einem etwas ja, sichtbar machen konnte und die auch noch nicht abgeschlossen ist, mit der wir uns auf lange Sicht hin irgendwie arrangieren müssen. Ja. Also es wird ja auch oft gesagt, dass dieses Virus sozusagen die Gesellschaft, das Funktionieren von Gesellschaft sichtbar macht. Also das, was wir sonst routiniert vollziehen und die Vorgänge, in denen wir uns sonst bewegen. Und dann würde das natürlich für das Betriebssystem Literatur auch gelten, dass jetzt auf einmal eben deutlich wird, etwas, was wir sonst ganz einfach so genießen, ohne uns Gedanken zu machen, nämlich hier einfach zusammensetzen, sitzen zu können, dass das eben noch ganz andere Funktionen hat, als einfach nur mal schön zusammenzusitzen und hinterher vielleicht noch ein Glas Wein zu trinken. Ich möchte aber auch noch auf einen Punkt kommen, um jetzt noch mal den Fokus wieder auf die Literatur zu bringen. Trotz eurer beider Unterschiedlichkeit in euren Statements scheint mir doch eine Sache, habe ich doch eine Sache gefunden, die ich zusammenbringen möchte. Und zwar scheint es mir so, dass ihr beide quasi zwei Widerparte, wenn ich das so nennen kann, also nicht direkt Gegner, aber Widerparte ausgemacht habt, gegen die sich Literatur ein Stück weit abgrenzt oder positioniert. Und zwar du, Katrin, sprichst von der Prognose bzw. dem
Prognosefieber, das regiert, ja, oder uns regiert hat, immer noch wahrscheinlich ein bisschen Zahlen, Statistiken, die alles erklären, die alles berechnen und damit handhabbar machen und natürlich auch Angst aus der ganzen Sache vielleicht ein Stück weit rausnehmen können oder sollen. Du hast dann in dem einen Text, den du mir geschrieben hast, geschickt hast, das auch mit einem täglichen Gebet, diese Lektüre dieser Zahlen mit einem täglichen Gebet verglichen. Und interessanterweise, und das fand ich sehr witzig gerade bei dir, eine bei dir völlig neue Bereitschaft festgestellt, auf klärerische Stimmen zu hören. Das hast du in dem einen Artikel geschrieben. Okay. Für, das spielt das Zeitsignatur? Also, nein, das war in dem für Text für die... Also zu hören im Sinne von dir den Raum zu geben? Oder das ja, könntest du uns vielleicht dann nochmal erklären. Da muss ich jetzt ja kramen. Ja, genau. Da müssen wir den Kontext geben. Ja, ich kann den vielleicht mal raussuchen nachher noch. Aber vielleicht belassen wir es erstmal da. Und ich frage dann nochmal auf der anderen Seite nach. Bei Julia nämlich, du hast deine Ablehnung sozusagen dich da literarisch mit dem Thema Pandemie zu beschäftigen, damit begründet, dass du gesagt hast, als Schriftstellerin messe ich die zeitlichen Diskursen oder Aufträgen. Der Diskurs ist das Gegenteil der Magie, von der die Literatur lebt. Also jetzt mal Diskurs und Prognose als zwei Praktiken genommen, die beide ja sehr rational erscheinen, aber vielleicht dann gerade auch so pseudo-religiösen Charakter annehmen in Zeiten von Krise und Katastrophe. Also da greife ich jetzt diesen Begriff des täglichen Gebets auf. Könnte man hier nicht ganz ketzerisch fragen, sollte die Literatur da gerade in so einem Moment nicht wieder ganz nüchtern werden und quasi dir einen Riegel vorschieben? Also wie positioniert sich Literatur da? Schlechte Frage. Dass die Literatur dem Diskurs einen Riegel vorschieben sollte. Nein, nicht dem Diskurs, das wird sie ja nicht tun können, aber wie... Doch, indem sie eine andere Sprache wählen. Natürlich, genau. Also die Literatur, kann man schon sagen, ist in den letzten 20 Jahren stark Diskurs, also hat sich stark an Diskurse und an Thematiken und an Themen, hat sie aufgegriffen und angepasst, sodass also Bücher möglichst eindeutig zu einem Thema etwas sagen. Mhm. Also das kann man schon beobachten. Das könnte man jetzt, wenn wir länger Zeit hätten, ausbreiten. Dagegen, also dass sozusagen die Bedeutung eines Buches ganz klar auch, wie es in der Schule gelernt wird, was will uns denn das Buch jetzt damit sagen? Dass die Bedeutung damit ganz klar gemacht wird. Ich glaube nicht, dass das der Ursprung von Literatur ist. Also du hast ja die Magie erwähnt, also die Magie ist ja ganz etwas anderes. Also die spricht ja in anderen Formeln, die spricht nicht in Diskursen, sondern in einer Sprache, die grundsätzlich von Bedeutsamkeit ausgeht, aber diese Bedeutsamkeit ist nicht gleich aufzulösen in so eine 1:1 Bedeutung. Das würde eher dem Diskurs zukommen. Und indem die Literatur, das entscheidet ja, was heißt die Literatur, das entscheidet ja jeder Autor für sich, indem er eine andere Sprache wählt, die nicht sozusagen nur einem Thema und einer Thematik folgt und die abarbeitet in einer Art Funktionalität, also indem die Sprache auch nicht mehr Kommentarfunktion hat, sondern eher magische Funktion. Wenn der Autor sich dafür entscheidet, dann schreibt er so. Also Diskurs ist ja sehr viel, ja. Und ich denke, wir können uns da nicht frei machen davon mehr. Also in einer Welt, solange die Welt Material ist, was sollte sonst Material sein auf eine Weise? Also sage ich mal, wird der Diskurs eine Rolle spielen? Ich würde mich da auch gar nicht so aufreiben wollen. Ich würde vielleicht eher einen anderen Begriff dann wählen, dass Narrative, gesellschaftliche Narrative, die jetzt auch immer wieder erwähnt werden, dass man da eher so ein Gegenspiel, also dass man nicht bedienen, dass man nicht ein Interesse, dass Literatur jetzt nicht das Interesse hat, gesellschaftliche Narrative sagen, stützend ja, und natürlich ist es ist Literatur dann etwas, das aufgrund ihrer Vielsprachigkeit und ihrer Vielschichtigkeit auch eben eher eine Verbindung zwischen Diskursen und realen Erfahrungen und nehmen wir die beiden reale Erfahrungen, Diskurse, das einfach in eine Verbindung bringt und vielleicht anderen Geschichten, die darunter noch liegen. Oder, also wenn man da, das ist ja genau der Witz. Ja. Ja, also
ich könnte da jetzt nicht so eine Dualität ausmachen, da gibt es die Diskurse und da ist die Literatur und die ist dagegen oder so. Das ist irgendwie, scheint mir nicht, da finde ich mich jetzt nicht zurecht. Mhm. Was mir aufgefallen ist, was ich total spannend fand bei mir selber, dass das im Schreiben, wenn man so will, also blöde Parallelität, 11. September, das war etwas, was bei mir eher so einen Realismus-Schub erzeugt hat. Und das jetzt war etwas, wo ich plötzlich viel, viel stärker in die Fiktion gegangen bin, also eher ein Fiktionalisierungsschub. Das fand ich total interessant und auch unerwartet. Also das ist, dass ich nicht versucht habe, sozusagen möglichst in der Phänomenologie des Realen zu bleiben und irgendwie da ein Ding nach dem anderen abzuhandeln, sondern eben da andere ja, Schreibkonzepte dagegen zu halten. Also schon so diese Art gegen, also dass man sozusagen nicht etwas so ein Mediendiktat sozusagen da bedient, sondern da auch so Gegenströme immer erzeugt und das auch unterläuft. Ja, ich hatte dein Gegenwort sozusagen, war für mich auch nicht Diskurs, sondern Prognose, also diese Form der Berechenbarkeit, die ja, uns ja aber auch eine Narration gibt, also die Narration von Sicherheit und so weiter. Und dann wäre es vielleicht auf diesem Hintergrund, also dieses Prognostizistischen, dann vielleicht auch sehr nachvollziehbar, dass du dann sozusagen auf einmal sagst, ja, da komme ich jetzt aber und mache die Gegenbewegung und fiktionalisiere stärker, als ich das vielleicht sonst täte. Also alleine diese ständige Beschwörung von den Statistiken und der Zahlen der Mathematik, das fand ich total spannend. Also wie da plötzlich immer wieder uns eingetrichtert wurde, wir müssen jetzt damit einfach zurechtkommen. Also das ist ja im Grunde eine total biopolitische Agenda. Wir sind jetzt nicht mehr Individuen, sondern sind Teil eines Zahlenspiels. Ja? Ja. Und wir müssen uns darin zurechtfinden. Fand ich total spannend. Aber eben da, das ist nur ein Teil des Ganzen. Ja? Ja, ich würde gerne auch nochmal, weil du sagst Fiktionalisierung, das gibt mir ein schönes Stichwort. Du hattest das auch schon vorhin angesprochen, also zur Zeit, also das hattest du in deinem Statement geschrieben, lässt sich beobachten, dass die Literarisierungstendenz in Richtung Trostbücher geht. Das hat Trost- und Beruhigungsbücher und dass man eben, was du auch gerade schon sagtest, eigentlich gar nichts Neues mehr liest, sondern Klassiker liest. Und das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Und wie zur Bestätigung habe ich dann gestern im Tagesspiegel die Besprechung der gerade erschienenen Erzählung Corona gelesen, von die Martin Meyer herausgebracht hat, vorher bei der Neuen Züricher. Und hier, ich muss mich jetzt, weil ich es nicht gelesen habe, das Buch auf Gerrit Bartels verlassen, handelt es sich offenbar exakt und auch ganz explizit und gewollt um diese Trostliteratur, von der du gesprochen hast. Und die sieht dann so aus, oder das Interessante für mich an diesem Buch ist, dass der Held, ein alleinstehender Buchhändler, an Covid-19 erkrankt und nun die Zeit seiner Quarantäne nutzt, um um 6 Romane zum Thema Seuchen zu lesen. Und dann kommt der Kanon vom Alten Testament bis Camus, den wir ja alle im Feuilleton jetzt auch schon gelesen haben. Also ich finde das ein sehr interessantes Phänomen, dass hier Prozesse schon selbstreferenziell werden. Also ich schreibe über eine Seuche, indem ich über die Seuchen lese und dann darüber schreibe. Und das natürlich dann immer sozusagen im Nachgang auch zu journalistischen Diskursen, die wir hatten, die Zeitproblematik ja immer naturgemäß schneller sein müssen. Jetzt wollen wir hier nicht über Bücher lesen und Urteile bilden, die wir vermutlich alle, also ich jedenfalls nicht, noch nicht gelesen haben, sondern ich wollte eigentlich eher gucken, wie sich eben Schreiben konstelliert oder in so einer unaufgeräumten Gegenwart. Die scheint mir einfach im Moment ziemlich unaufgeräumt zu sein. Und Katrin, du sagst, dass sich gesellschaftliche Krisen und Spaltungen zuspitzen, dass Populismen an Macht gewinnen, und konstatierst, dass das Erzählen im Kontext von Verschwörungstheorien und Hetze ein neues, nämlich ein anderes politisches Gewicht nochmal bekommt. Das scheint mir sozusagen so eine Gegenrichtung zu sein, eben zu dem, was man unter diesem Trost, ich will das gar nicht schlecht bewerten, das klingt jetzt vielleicht so, aber unter dieser Trostliteratur vielleicht verstehen kann.
Und du, Julia, du hast auch etwas Ähnliches festgestellt, nämlich, dass es in Krisenzeiten zu einer kurzen Phase der Solidarität kommt. Das nennst du eine Erstverwirrung. Das fand ich so einen schönen Begriff, eine Erstverwirrung. Alle werden solidarisch. Und danach bilden sich aber wieder Gruppen und Fronten aus und eine Verhärtung auch des Menschenbildes. Und auch du konstatierst, gegen solche Festschreibungen müsste die Literatur dann wieder angehen. Also was ich damit abschließend fragen möchte, ist, bekommt die Literatur dann hier doch nochmal eine neue politische Funktion? Also kann man ja aufnehmen oder auch ablehnen. Also gerade, weil die gesellschaftlichen Zustände sich ändern. Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde das ja allem widersprechen, was ich vorher gesagt habe. Also, ja, wär lustig gewesen. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Also dafür ist das zu episodenhaft. Ich glaube, um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, sie hat wirklich eine andere Zeitrechnung. Ich habe witzigerweise im November und Dezember, also vor gut einem halben Jahr, ein Theaterstück geschrieben, was jetzt Premiere haben wird im Oktober in Potsdam. Und da hatten wir alle noch gar keine Ahnung von dieser Pandemie und es gab auch den Namen noch nicht. Und jetzt, als die Regisseurin so im April, Mai angefangen hat zu arbeiten, merkte die, das ist ja ein völliges Corona-Stück. Also es geht um vier Leute, die von außen, also die Gefahr droht dort von außen, und diese vier Leute dürfen sich eine ganze Weile so im Salongespräch über Freiheit und so weiter unterhalten. Es geht um ein Denkmal zu Ehren der Freiheitsbewegung 89. Und dann wird das immer gefährlicher in diesem Raum, weil von außen, sie dürfen den Raum nicht mehr verlassen, weil von außen diese Gefahr kommt und es sind auch vermummte Menschen unterwegs. Und es geht um den Abstand zwischen den Menschen, also wortwörtlich. Und also dieses Stück kann sozusagen nahtlos jetzt, obwohl ich damals überhaupt gar keine Ahnung hatte, was im Februar oder im März dann passieren würde, kann nahtlos als Corona-Stück aufgeführt werden. Das sagt doch alles. Also man muss politisch natürlich immer aus einer ungeahnt oder unterirdisch wissenden Haltung schreiben, nicht aus einer, weil ich irgendeinen Artikel in der Zeitung gelesen habe. Also politisch wird Literatur durch eine ganz andere Art von Wissen und Erfahrung. Ja, ich wollte das auch nicht so verstanden wissen im Sinne des Pamphlethaften oder dass man jetzt irgendeine politische Programmatik umzusetzen hätte, sondern eben genau in dem Sinne, in dem du das gesagt hättest, also Menschenbilder, Haltungen, ja, vielleicht auch manchmal könnte man ja durchaus eine bestimmte Ethik des Textes oder wie auch immer man das nennen möchte, so mehr in diesem Sinne verstanden. Ja, aber meistens wird ja sowas, dient ja dazu, wie jetzt diese Seuche, dass sie eigentlich ein Menschenbild bestätigt. Mhm. Also wenn ich aus allen Wolken falle und denke, mein Gott, das hätte ich ja nie gedacht, also dass die Menschen so reagieren, also dann muss ich sagen, okay, also wer so reagiert, der hat auch vorher nicht viel gewusst von der Welt. Ja. Also mir hat, apropos Zahlen, das ist ja wirklich interessant, mir hat vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, hat man ja an der Deutschen Bank, also wollte man mir, das war kurz vorm Crash, also so eine Wachstumspyramide, wie dann das Geld wächst und so, wo ich damals ehrlich gesagt schon lachen musste und sagte, das glauben Sie doch nicht im Ernst. Aber die hat das geglaubt damals. Also, ja. Katrin? Ja, also ich wollte noch zu dieser Frage des Politischen etwas sagen. Ja, gewissermaßen, es ist immer schwierig. Es ist, da gebe ich dir recht, wenn man sagt, politische Literatur hat es immer diesen Touch von eben Agitprop, aber so meine ich das nicht. Ich denke schon, dass wir in einer Zeit leben, das hat auch nicht nur mit Corona was zu tun, sondern mit einer einem Bündel an Krisen, die sehr herausfordernd ist und die sozusagen die Künste insgesamt ein Theater noch am meisten von der Rechtfertigungsdruck erzeugt. Ja, das ist etwas, was da ist. Was nicht heißt, dass man diesem Rechtfertigungsdruck nur auf eine Weise begegnen muss, sondern wir sind herausgefordert. Und ich sehe es auch nicht als Episode. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Ich komme gerade aus einer Sitzung, wir besprechen das nächste Jahr und wir sind immer noch im totalen
wie kriegen wir das hin, ja, in der Akademie der Künste jetzt allein, wie kriegen wir das, wir planen das ganze Jahr 21 uns damit zu beschäftigen, weil es einfach nicht zu Ende ist. Natürlich ist es in den anderen Künsten stärker sichtbar, weil die können jetzt alle nichts machen. Wir haben in Deutschland relativ viel Glück noch, also das muss man auch sagen. Wenn man ins Internationale blickt, ist sofort ein ganz anderer, eine ganz andere Situation da. Ja. Doch, es ist schon nach Corona. Wir fliegen jetzt mit der Flugzeuge. Natürlich wird einiges wird vielleicht wird wieder anders werden, aber sozusagen die wirtschaftlichen Kosten, die dann auch politische Verwerfungen erzeugen werden. Ich werde ganz privat im Moment zugemüllt mit Verschwörungstheorien, die von Leuten kommen, wo ich dachte, Halleluja, warum denkt ihr das? Ja? Das ist total krass. Und das ist natürlich auch nicht nur wegen Corona, aber es ist sozusagen, das war wie so ein Booster. Und Corona ist auch ein totaler Booster für Grenzschließungen, für Abschottung von Europa. Das ist einfach, da findet jetzt viel statt, was vorher schon sozusagen auch schon da war. So ist es ja immer. Es ist ja nicht, es entsteht ja nicht aus einer Sache etwas. Aber ja, ich sehe mich da schon sehr herausgefordert und denke mir aber, dass, sage ich jetzt mal ganz allgemein, dass Kunst auf einer sehr, dass sozusagen nicht aus diesem Politischen wegzudenken ist oder dass man sagen kann, so wir haben jetzt so, wir sind da jetzt ganz woanders und das Politische ist da drüben und ist in der Tagespresse, sondern ist natürlich selbst immer schon eine, also Literatur ist immer eine politische Kunst auch und dass man sich dessen einfach mehr ja auch gewahr wird. Ne? Ja. Noch eine. Also wenn es etwas gibt, es gibt ja keine Aufträge für Autoren, glaube ich. Aber worauf oder was es bei mir noch vielleicht noch verstärkt wurde, ist dieses Wissen und auch das Zutrauen, dass die Welt unzuverlässig ist. Wenn ich näher darüber nachdenke, muss ich sagen, das ist ein absolut beruhigender Gedanke. Weil ich früher, also vor dieser Episode, die keine ist, sowas gehört habe, also eben von so Prognosen oder wie die Zukunft sein wird, fand ich das immer ziemlich affig und unglaubwürdig. Und eigentlich hat das jetzt diese Sache das auch nochmal bestätigt, so ein Geschichtsbild, dass es selbstverständlich kein Zeitstrahl in irgendwie eine gloriose Zukunft ist, sondern dass es absolut unzuverlässig ist und dass sich diese Art von Episoden, und ich verstehe die Geschichte als eine Abfolge von Episoden, insofern kann dann diese Zeit auch wieder eine sein, dass die sich sozusagen fortschreiben wird. Diese Zeit wird sich fortschreiben. Also in einer Art von Unzuverlässigkeit sozusagen, also in einer Ansammlung von unzuverlässigen Episoden. Das entspricht aber einem Geschichtsbild, was nicht jetzt erst bei mir entstanden ist, sondern was ich, glaube ich, schon sehr lange mit mir rumtrage. Ja, wir werden, also Zeitkunst ist das Stichwort gewissermaßen. Also wir können natürlich nicht auf dem Zeitstrahl jetzt in die Zukunft schauen. Die Frage wird sein, natürlich, wie werden sich diese Verwerfungen noch weiter darstellen? Was wird überhaupt erst noch in Zukunft sich zeigen, was vielleicht auch nicht? Den, sagen wir mal, für mich härtesten Satz aus seinem Statement habe ich ja auch noch gar nicht zitiert, Julia, aber damit mache ich dann jetzt auch gleich Schluss, weil der ist für mich so ein richtiger Abgrundsatz. Nach Corona ist vor Corona, hast du geschrieben. Und das klingt ja erstmal amüsant und vielleicht ist das im Sinne dieses Episodenhaften natürlich auch so, dass nach Corona vor Corona ist. Aber zu Ende gedacht wäre dieser Satz eigentlich, hat der schon eine gewisse Wucht, muss ich sagen. Denn es heißt ja, muss ja nicht so sein, dass dieses nächste Corona vielleicht so ist wie dieses jetzige Corona, sondern ein vielleicht noch ganz anderes, schlimmeres Corona oder so. Also von daher, ja. Soll ich wirklich gegen, mit? Ich bin gegen Episodengeschichte, also der Abfolge von Episoden und so. Okay. Ein anderes historisches Bild, aber da müssen wir uns danach vielleicht. Nein, also wenn wir wollen. Ich will hier gar nichts. Das ist mir. Unhistorisch gedacht, oder ich weiß nicht. Das ist ja genau der Diskurs, das ist ja genau das, dass sozusagen der Diskurs macht daraus Episoden, der Mediale, aber so ist es ja nicht.
dass die Geschichte sagen, aus einer Abfolge aus Episoden, das verstehe ich gar nicht, wie du da zu diesem Punkt kommen kannst. Was wäre denn das Gegenteil? Na, Geschichte ist, es ist ja nicht ein, Episoden ist für mich eine abgeschlossene Etappen, ja, also das ist, verstehe ich unter Episode. Und das, wie diese, ich glaube, Faulkner hat das gesagt, die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist, die Vergangenheit ist nicht vorbei, sie ist ja noch nicht mal tot, oder? Das war das Zitat, mhm. Genau. Also es ist sozusagen, sie lebt ja weiter. Das ist ja nicht irgendwie etwas, was dann aufhört und abgeschlossen ist. Nur die Medien suggerieren das, weil sie dann irgendwie zum nächsten Thema übergehen. Ja? Aber das ist genau das, was du ja eigentlich ablehnst. Ja? Naja, es ist schon klar, dass die Episoden natürlich verwoben sind. Also wir haben es mit einem Gewebe zu tun. Das ist schon klar. Im Übrigen glaube ich, dass dieser Faulkner-Satz seit ein paar Jahren irgendwie nicht mehr gilt. Ich glaube, die Vergangenheit ist sogar mehr als tot, weil wir überhaupt die Fähigkeit verloren haben, an diese Vergangenheit anzudocken, sie zu reflektieren, sie ins Gegenwart, in die Gegenwart zu nehmen, um daraus was zu lernen vielleicht, was ja schon ein hehrer Anspruch wäre. Also das sehe ich überhaupt nicht, dass sie tot ist. Also dass sie weiterlebt. Sie wird immer als abgeschlossen betrachtet. Da bin ich was nicht gut ist. Da bin ich doch eine Freundin von Elfried Jelinek. Und, dass sie weiterwirkt, das ist doch unbenommen, dass sie weiterwirkt. Das Untote der Geschichte. Aber sie ist auf keinen Fall stringent, sozusagen. Also nein, das ist klar. Aber sozusagen, es ist nicht in Episoden einzuteilen. Und eben, wenn man jetzt länger darüber sprechen wollte, ist in Corona schon, allein die Betitelung ist schon falsch. Also sozusagen, das jetzt so als ein Tanker zu nehmen, der dann irgendwie auch wieder verlassen werden kann, weil eben die ganzen Folgen, die das Ganze hat, ja weitergehen und eben es nicht abgeschlossen sein kann. Ja. Gut, mit Blick auf die Uhr und so spannend ich das finde und gerne weiter noch verfolgen würde oder zuhören würde, wie ihr das Thema entwickelt, würde ich jetzt eine kurze Pause machen und dann die nächsten zwei zum Podium bitten. Vielen Dank euch beiden für diese spannende, wenn auch kontroverse oder gerade weil kontroverse Diskussion. Gut, dann willkommen zum zweiten Teil dieser Veranstaltung zu Schreiben nach Corona, in Corona, wie auch immer. Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten, mit dem Virus umzugehen, literarisch gesehen. Also entweder den Lockdown machen und sagen, der bleibt mir draußen und damit werde ich mich garantiert nicht befassen. Oder ihn auch in Texte einwandern lassen, wie Katrin das gemacht hat in einem Text und dann gesagt hat, oh, der ist kontaminiert, den schicke ich in die Quarantäne. Das konnte ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr vorlesen. Man kann aber auch das Virus in einen Text oder in Texte hineinnehmen. So scheint es mir zumindest bei Yoko Tawada und David Wagner, die ich jetzt hier auf dem Podium begrüße. Und wir werden das insofern jetzt ein bisschen anders machen, als beide literarische Texte geschickt haben, statt eines Statements, wie sie es sollten, aber eigenwillig, eigensinnig haben sie anders reagiert. Und so werden sie, kommen sie jetzt in den Genuss, dass sie jetzt eben auch noch mal von Yoko gelesen und später von David gelesen, noch kurze Texte hören zum Thema. Yoko, du beginnst bitte. Ja. Seit Monaten verbringe ich ungewöhnlich viel Zeit auf dem Bürgersteig. Dabei habe ich das Gefühl verloren, eine Bürgerin zu sein. Immer weitergehen und niemals ein Gebäude betreten. Spaziergang könnte man dieses Umhergehen ohne Portemonnaie und Einladung nennen. Inzwischen klingt das Wort Spaziergang aber nach einer Beschäftigungstherapie. Hat nichts mehr mit Flanieren zu tun. Der Ausdruck frische Luft schnappen erinnert mich an die domestizierten Karpfen, die verzweifelt an die Wasseroberfläche kommen und ihre Mäuler öffnen, als könnten sie nicht mehr unter Wasser atmen. Auch die Redewendung, sich die Beine vertreten, vermeide ich, da ich niemanden mehr vertreten möchte. Es ist lange her, dass ein Mensch mich zur Begrüßung auf die Wange geküsst hat. Nicht, dass ich das vermissen würde, aber diese Frage geht mir nicht aus dem Kopf.
Der letzte Kuss war sicher nicht im Januar auf dem Flughafen Narita in Tokio. Im Flughafengebäude trugen schon fast alle Touristen einen Mundschutz. Und selbst wenn nicht, hätten sie nicht meine Wange geküsst. Mein Flug landete in Paris Charles de Gaulle, genau wie in den letzten 30 Jahren. Und ich fuhr mit einer muffig-winterlichen U-Bahn in die Innenstadt. Die Freundin, mit der ich mich im überfüllten Café Le Dumago verabredet hatte, war eine Deutsche, die eine koreanische Mutter hatte, und ihre Lippen blieben bei der Begrüßung meiner Wange fern. Dann ging ich zum polnischen Buchladen, der sich auch auf dem passantenreichen Boulevard Saint-Germain befand. Die Veranstalterin der Lesung stammte von einer Nordseeinsel, und das musste der Grund gewesen sein, weshalb sie mich auch nicht auf die Wange küsste. Umgeben von Bücherregalen saß das Publikum 2 Stunden lang eng zusammen und tauschte den Hauch des Geistes miteinander. Anfang März flog ich nach New York. Der amerikanische Präsident behauptete noch, die Pandemie würde sein Land niemals erreichen. Ich umarmte chinesische, jüdische und niederländische Amerikanerinnen, saß in einem engen vietnamesischen Restaurant und inhalierte mexikanische Kunst im Whitney Museum. Als ich nach Berlin zurückkam, wurden alle geplanten Lesungen bis zum Sommer verschoben oder abgesagt. Ich streiche oft Wörter aus meinem Manuskript, aber es war mir neu, aus dem Terminkalender Ortsnamen auszustreichen. Das Wort Zeitgefühl fand ich verlogen, denn es war nie ein Gefühl, was mir die Zeit begreiflich machte. Zeitlosigkeit hingegen war eine Emotion. Sie nistete in meinem Lungen, dem Hauptsitz meiner Seele. Die Zeitlosigkeit fühlte sich konkret an wie Trauer oder Freudentaumel. Das Einzige, was mich noch an das Fortschreiten der Zeit erinnerte, war die Arbeit an einer neuen Erzählung. Ich spuckte ein schimmerndes Seidengarn aus dem Mund und bildete einen Gedankenkokon, in dem es mehr Sauerstoff zu einatmen gab als auf einem Bürgersteig. Abends öffnete ich das kleine Fenster des Kokons und besuchte die Wechselausstellung der Weltpolitik. Es gab keine Kunst, die mich überraschte. Wer sich schon immer in Richtung Autokratie dachte, machte ein paar weitere Schritte in dieselbe Richtung. Wer sich schon immer um die Demokratie kümmerte, verteidigte sie umso eifriger. Wer sich von der EU trennen wollte, entfernte sich weiter von Europa. In den Ländern mit einem weiblichen Kopf wie Taiwan, Neuseeland oder Deutschland schienen die Bewohner mit der Politik zufriedener zu sein als in den testosterongesteuerten Ländern. Wenn niemand dran sterben müsste, würde ich sogar den Coronavirus als Metapher für den idealen Weltbürger preisen, der mühelos Länder- und Religionsgrenzen überschreitet, sich stets verwandelt, um sich einer neuen Umgebung anzupassen und sich durch menschliche Kontakte, intensive Gespräche, Konzerte, Lesungen oder Theater lebendig hält. Er liebt es, Großeltern und kranke Freunde zu besuchen. Er schadet keiner Pflanze, tötet kein Tier, kontaminiert weder die Luft noch das Wasser. Neben so vielen positiven Eigenschaften gibt es einen einzigen Haken: er schadet uns. Wenn auch ich eine Verschwörungstheorie verbreiten dürfte, würde ich behaupten, der Coronavirus habe vor, als ein besserer Weltbürger unseren Planeten zu übernehmen. Vielen Dank. Ich mache jetzt etwas Unschönes und werde deinen schönen Text ein bisschen in Teile zerbrechen und dich nach einzelnen Passagen fragen.
Du hast diese soziale Situation hier beschrieben, also wie du da als Bürgerin immer weniger auf dem Bürgersteig spazieren gehen kannst, oder du kannst zwar spazieren gehen, bist aber immer weniger eine Bürgerin eigentlich. Wie hast du diese soziale Situation auch als Autorin erlebt? Du hast auch geschrieben in einer E-Mail an mich, dein Schreiben hätte sich dadurch auch verändert, durch dieses Zurückgesetztsein, sagen wir, bei dir scheint es kein Geworfensein, Zurückgesetztsein in diese häusliche Atmosphäre. Ja, ja, weil ich war vorhin sehr viel unterwegs mit Lesungen im Ausland auch, wo man sehr schnell mit kurzem Text auch akustisch etwas darstellen wollte, literarisch. Daher war der Klang der Texte sehr wichtig, und ich habe ganz kurze Texte geschrieben hauptsächlich, und auch solche Texte, die man vielleicht in unterschiedlichen kulturellen Kontext auch verstehen könnte. Und es war mir so, ich habe nur 5 Minuten. In diesen 5 Minuten muss ich alles sagen, was ich sagen möchte. Und es darf auch keine sprachliche, kulturelle Barriere geben. Das muss sofort überall da sein und so. Und dann war ich nur noch in Friedenau, also nicht einmal nach Kreuzberg oder so. Einmal war ich in Kreuzberg, glaube ich, aber sonst. Und ganz mit mir alleine im Schreibzimmer, dann war alles mir egal. Niemand versteht mich vielleicht. Also ich wurde asozial, unverständlich, egoistisch und langatmig. Okay. Das ist doch super, das ist doch, so wollen wir Schriftsteller doch sein. Ja, ja. Alleine, einsam und ungestört. Ja. Und also ideale Schreibsituation doch eigentlich. Ja. Genau. Du hast ja auch Folgendes beschrieben, liebe Joko, in deinem Text. Du beschreibst sozusagen den Ort, den du selbst als Bürgerin verlierst, und gegenüber, und der wird sozusagen immer weiter reduziert. Und du machst das ja auch sehr schön klar anhand dieser sprachlichen Wendungen, nach Luft schnappen, diese Karpfen, die nach Luft schnappen wollen, und das alles wird immer enger. Und gegenüber dem lässt du auf einmal dann diesen Virus in deinen Text hinein, der dann wirklich wie eine literarische Gestalt auftritt und von dir beschrieben wird. Und ich muss sagen, als ich den gelesen habe, fand ich den richtig gehend sympathisch, zumal der einem ja wie so ein dunkler, wie so eine dunkle Figur unsere ganzen Verfehlungen auch vorhält. Also er kontaminiert nicht die Luft, naja gut, Aerosole und so, aber jedenfalls vielleicht nicht das Wasser, und er ist gut Freund mit jedermann und kulturell interessiert und so weiter. Also wenn du nicht sagen würdest am Schluss, naja, er schadet uns dann doch ein bisschen, könnte man sich glatt so ein bisschen in den verlieben. Was passiert eigentlich, wenn man sozusagen eine solche Bedrohung nimmt, wie diesen Virus, und ihn zu so einer literarischen Figur formt? Was macht das? Na, ich merke, dass der Virus vielleicht und die Pandemie doch etwas anders ist als der Krieg oder so. Den würde ich, auch wenn der positive Eigenschaften haben könnte, sollte, würde ich nicht als positive Metapher spielerisch nehmen, weil das ist wirklich schlimm. Aber die Viren, ich meine, da habe ich aufgehört, vielleicht so sehr mit positiv, negativ zu denken. Natürlich müssen wir das tun, um das zu beseitigen vielleicht, aber im Denken sind die Bakterien, Viren sind ja nicht an sich negativ, sondern sie sind ja auf dieser Erde, und sie sind ja immer da. Und wir müssen damit umgehen, damit wir sind ja auch nur eine Art der Lebewesen unter vielen, so wie die Bakterien und Viren. Und ja, und da kann man eigentlich als Denkmodell, kann man nicht klar, das ist positiv und das ist negativ, diese Denkschema aufnehmen. Und das ist mir dann irgendwie klar geworden. Warum bin ich denn, ich war ja sonst dagegen, Krankheiten als Metapher zu nehmen, hatte ich keine Lust, der Krebs oder AIDS als Metapher zu nehmen, geschweige als positive. Aber Corona? Ja, ja, das klingt so ein bisschen durch bei deinem Text.
Was ich auch sehr schön fand und was ich gerne ansprechen möchte, ist, du entwirfst ja hier quasi zwei Figuren, zwei Spielfiguren. Das eine ist die Bürgerin, die ihrer Sphären quasi verlustig geht, die immer weniger Luft hat, die keine Luft schnappen kann. Dann gibt es dieses Virus, was gegenüber sozusagen wie so eine dunkle Spielfigur immer mehr Platz gewinnt. Aber es gibt auch einen dritten Ort, den du hier eingeschrieben hast in deinen Text. Und zwar hast du gesagt, das Einzige, was mich noch an das Fortschreiten der Zeit erinnerte, war die Arbeit an einer neuen Erzählung. Ich spuckte ein schimmerndes Seidengarn aus dem Mund und bildete einen Gedankenkokon, in dem es mehr Sauerstoff zum Einatmen gab als auf dem Bürgersteig. Also hier werden ja nochmal diese ganzen Luftmetaphern, die du vorher schon nach Luft schnappen, keine Luft bekommen und so weiter, die werden ja hier nochmal aufgegriffen. Und da hast du auf einmal diesen Gedankenkokon, in dem du als Autorin Luft hast und Luft nicht schnappen musst, sondern einfach Luft hast. Mhm. Und man könnte natürlich sagen, dass da ist natürlich auch so ein Bild entworfen, Kunst als ein Mittel zu überleben. Ja? Also da ist das tödliche Virus und du gehst aber in den Gedankenkokon. Könnte man sagen, dass das, also das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber kann man ja hier mal in den Raum stellen, sozusagen Kunst als ein Mittel zu überleben, für dich nicht nur, sondern auch für die Gesellschaft. Also würdest du so etwas sehen? Weil es ist interessant, dass du wirklich sagst, ich gehe mal in den Kokon und habe Luft. Doch ja und nein, weil die Kunst, sicher für alle, das ist ohne Kunst kann man nicht leben, das ist ja auch festgestellt worden, glaube ich. Und Lesen alleine ist für mich, das ist ja auch, man kann nicht ins Theater gehen, ins Kino auch nicht, aber Lesen ist so viel, dass das schon ausreicht fürs Leben. Aber ich habe trotzdem vermisst, eine Bürgerin zu sein. Das heißt, eine Bürgerin zu sein, heißt nicht, dass man eine Arbeitsstelle hat oder dass man eine Familie hat, sondern mehr. Das ist, dass die Leute sich treffen, ohne dass sie Kollegen sind oder Familie oder verwandt sind, einfach so in Café treffen und einfach ohne bestimmtes Thema frei sprechen. Und das passiert ja den ganzen Tag normalerweise in Berlin, dass sie dieses unbefangene, ziellose Treffen, und das ist das Netz, was diese bürgerliche Gesellschaft ausmacht. Und wenn das nicht mehr da ist, das reicht nicht, glaube ich, auch wenn jeder ein gutes Buch zu lesen hat. Und das ist dann, diese Seite ist dann tatsächlich gestoppt worden in der Corona-Zeit. Aber die Autorin, ich finde es ja nicht schlimm, ja, dass man da so hier wie jetzt zu sehen, also das genieße ich und das vermisse ich vielleicht, aber wenn das zu viel wird, dann ist die Kokon-Situation viel zu wenig, und das habe ich gemerkt, dass das vielleicht gefehlt hat vor der Corona-Zeit. Der Abstand hat dir gefehlt, oder was? Nein, genug Kokon-Zeit. Ach, genug, als Autorin. Ja, sehr gut, sehr um schönes Wort. Zu spinnen und zu schreiben. Ja. Da sie dich schon angeguckt hat, lieber David, spreche ich dich jetzt auch gleich an. Du hast mir, vielen Dank erst einmal, vielleicht kommen wir noch weiter ins Gespräch gleich, du hast mir nämlich auch kein Statement geschickt, sondern eine Passage, in der du dein Buch Der vergessliche Riese von 2019, oder das daran anknüpft, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Fortschreibung, aber es ist ja auch eine Art Statement, diesen bereits publizierten Text sozusagen jetzt noch einmal zu verlängern, vorzuschreiben. Ja, ich glaube, ich benutze einfach die Figur des vergesslichen Riesens. Genau. Der ist, mit dem bin ich wahrscheinlich irgendwie noch nicht fertig zu sein. Der spricht weiter mit mir, und das habe ich nur notiert eigentlich. Genau, du nimmst mir die Worte quasi aus dem Mund, diese Figur des vergesslichen Riesen, den wir ja auch alle kennengelernt haben, der jetzt eben mit seiner neuen, wie wir alle mit dieser neuen Situation auch konfrontiert ist, unter seinen speziellen Konditionen eben auch. Und ich wollte dich bitten, jetzt eben auch ein Stück dieser Fortsetzung, sage ich mal, vielleicht vorzulesen, diese Passage, die ich dir ausgedruckt habe, die du mir geschickt hast. Genau, also das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Ausschnitt aus einer Erzählung, und es sind jetzt auch nur ein paar Zeilen, und aber es kommt ganz viel Weltgeschichte drin vor, ja, in dem ganzen Text eigentlich. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann war auch der Anlass, eigentlich diese Erzählung zu schreiben,
dass ich etwas über Weltgeschichte schreiben sollte. Ja. Wieso soll heute nochmal ein historischer Tag sein? Wie kamen wir darauf? Dein Geburtstag, Papa. Und was haben der oder ich mit der Weltgeschichte zu tun? Du und ich, wir erleben sie jetzt gerade jeden Tag. Hast du überhaupt schon was erlebt in deinem Leben? Na, den Fall der Mauer habe ich mitbekommen. Ich ging noch zur Schule und saß im Leistungskurs Geschichte und sollte mich mittels des DTV-Atlas mit der Weltgeschichte vertraut machen. Und? Stand der Mauerfall schon drin in deinem Atlas? Nein, der passierte ja gerade erst. Die Weltgeschichte war live auf Sendung, so wie heute, jetzt, in diesen Wochen. Wieso? Was passiert jetzt? Die Pandemie, Papa. Habe ich noch nichts von mitbekommen. Was ist los? Nichts ist los, das ist es ja. Alles steht still. Und alle, fast alle bleiben zu Hause, um sich nicht anzustecken. Ich bin sowieso zu Hause. Ab und zu gehe ich in den Garten. Sag mal, hast du damals eigentlich was geleistet in deinem Leistungskurs? Ja. David, wieso, also ich muss natürlich schon nochmal danach fragen, wieso diese Fortschreibung des Textes? Wie kam das? Was hat der vergessliche Riese zu sagen? Was ermöglicht diese Erzählperspektive? Ja, also, der vergessliche Riese, das Buch, das erschien 2019, ja, und ich habe eigentlich, diese Figur, die ist so, bleibt so ein bisschen bei mir. Es ist auch kein Geheimnis, dass das eigentlich ein Buch über meinen Vater ist. Und mein Vater, der lebt ja immer noch und ab und zu telefoniere ich mit dem. Nun wäre es jetzt vermessen zu sagen, der würde so viele kluge Sachen sagen, dass die sagt natürlich ich eigentlich, der Autor. Nein, aber irgendwie, ich habe da eigentlich so eine, ja, so eine Dialogkonstellation gefunden, mit der ich eigentlich Themen behandeln kann. Ja? Mhm. Und die Pandemie und diese neue Situation, das war plötzlich ein riesiges Thema. Ja? Und für mich wie für alle anderen. Und ich dachte, ich kann nicht so tun, als ist das nicht da, als gibt es das nicht. Und so habe ich mir überlegt, wie kann ich das darstellen. Und ich glaube, also ich dachte ja immer, bevor ich gekommen bin, die Veranstaltung heute heißt Schreiben mit Corona, ehrlich gesagt. Ich hatte das, du wolltest aber auch an einem Mittwoch kommen. Ich wollte auch Mittwoch kommen und mit Corona, weil also ich sehe das nämlich wirklich nicht so, als wären wir irgendwie nach Corona schon, noch lange nicht. Und ich sehe uns auch auf Jahre nicht nach Corona und ich sehe uns auch wirklich in einer wirklich neuen Situation. Und also diese 2-3 Monate und auch jetzt, ich empfinde das auch stark als wirklich eines der einschneidendsten Erlebnisse jetzt meines Lebens eigentlich. Also jetzt kollektiv betrachtet. Ich habe den in der Zeit dieser Isolation und diesem Zuhause-Sein und diesem Innenraum bewohnen, da hatte ich auch das Gefühl, ach mein Gott, eigentlich bin ich glücklich, endlich kann ich mal zu Hause sein, endlich mal, ich entdecke meine Wohnung neu, ja, ich entdecke da Ecken, um die ich mich nie gekümmert habe und vor allen Dingen nie geputzt habe, ja, und ich hatte gleichzeitig auch, und das ist natürlich speziell, ein starkes Déjà-vu, weil es ist jetzt, ja, 12, 13 Jahre her, habe ich allein schon mal so eine Zeit verbracht. Da war ich insgesamt ein Jahr im Krankenhaus und zu Hause im Krankenzimmer und war eingesperrt und konnte nicht raus und musste mich genauso vor allen Viren und Bakterien schützen. Und also für mich persönlich sind Desinfektionsmittel nichts Neues und Atemmasken. Also weil ich, wer das nicht weiß, aber ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, wurde mein Leben mal gerettet durch eine Organtransplantation. Und das war natürlich, sagen wir mal, ein Erlebnis, was auf eine Art dann irgendwie jetzt hier, ja, ich kam mir vor wie so Krankenzeitisolation reloaded auf eine Art. Mhm. Ja. Und fand das deswegen schon mal sehr interessant. Mhm. Und ich fand das gut, was Julia vorhin gesagt hat, dieses Gefühl, dass die Geschichte da, also dass es da nicht weitergeht, so dieses eigentlich ein Lachen eigentlich darüber, dass es
ich persönlich habe es gefunden, ja, ach, endlich ist die große Delle da, ja, also endlich ist, ist eine ganz deutliche Krise da, wir alle sind gezwungen, irgendwie etwas zu akzeptieren, ja, das Virus ist schon Symbol, ja, für, es ist ein ganz starkes Zeichen dafür, dass so wie wir leben, dass das nicht weitergeht, ja, und das, ich sehe das eigentlich auch also als starke Erinnerung an, an die Klimakrise, die, in der wir eigentlich leben, ja, und ich war wahnsinnig froh eigentlich, dass niemand mehr draußen fuhr, ja, und die ganzen blöden Autos draußen nur rumstanden, ja, und ich wünsche mir, dass es so weitergeht, ja, und eigentlich wünsche ich mir, und das, aber dann kann uns hier auch keiner mehr finanzieren, ja, ich wünsche natürlich der deutschen Autoindustrie den Untergang, ja, und ja, also und eigentlich mit einer gewissen Freude, ja, so. Gut. Das musste jetzt auch mal gesagt werden. Mhm. Ich würde jetzt gerne aber noch mal den Blick auf den Text quasi zurückwenden, weil es ist für mich jetzt ganz interessant zu hören oder erstaunlich zu hören, dass du sagst, das ist ja eines der einschneidendsten Erlebnisse. Es ist endlich die Krise da. Mhm. Das alles ist ja so, vollzieht sich dann ja sozusagen in der Kategorie von Bruch auch. Als ich das gelesen habe, deinen Text, habe ich gedacht, den du mir jetzt geschickt hast, aus dem wir jetzt gehört haben, dachte ich, das ist interessant. Dieser Text stellt ja Kontinuität her. Also du lässt sozusagen dieses Virus, also der Text, der vergessliche Riese, der wurde 2019 publiziert, es ist eigentlich ein abgeschlossenes Buch. Natürlich ist es eine Gesprächskonstellation, wie du sagst, in der du dich dauerhaft weiterhin befindest. Trotzdem als Text, und ich möchte jetzt hier nochmal den Blick auf den Text richten, als Text ist es ja eigentlich eine abgeschlossene Sache. Indem du ihn jetzt aber fortschreibst und Corona reinschreibst, gewinnt das ganze Jahr an Kontinuität. Und das fand ich eigentlich sehr witzig und oder interessant, witzig vielleicht nicht interessant. Und jetzt umso erstaunlicher, dass du sagst, das ist jetzt aber eigentlich für mich der totale Bruch gewesen, der ja sozusagen vielleicht dann auch hätte provozieren können, dass du einen ganz, ganz anderen Text nochmal anfängst. Ja, also Bruch oder Krise bedeutet ja nicht, dass man das nicht einordnen könnte in Krisensituationen oder weltliche Situationen davor. Also Katrin hatte vorhin ja auch den 11. September erwähnt und wie man da auf die Krise reagiert hat. In diesem Text, in diesem Telefongespräch, da taucht das dann irgendwie auch auf. Ja, also das ist, glaub, ist jetzt in diesem Abschnitt nicht drin. Ich sehe eigentlich... ja, interessanterweise sehe ich ja Bücher eigentlich gar nie so abgeschlossen, wie sie sind. Ja. Ehrlich gesagt hatten die Bedingungen des Literaturbetriebs oder des Verlagsgeschäftes das bedingt, dass das Buch fertig werden musste. Und deswegen hatte es dann auch nur 9 Kapitel und nicht die 35, die ich eigentlich schreiben wollte. Und also ich sehe mich da eigentlich... Wer weiß, vielleicht auch einen zweiten Band schreiben oder so, keine Ahnung. Also warum soll ich das nicht machen? Warum soll so eine Figur, die weiter zu einem spricht, nicht weiter sprechen dürfen? Also naja. Ja. Also das Kuriose ist ja, und das habe ich jetzt zum ersten Mal ausgenutzt, ist ja, ich weiß nicht, wie das den anderen Autorinnen geht, wenn man mit einem Buch unterwegs ist, nachdem es erschienen ist, schreibt sich das ja immer weiter eigentlich noch. Also ich selber bin eigentlich mit den Romanen, den Büchern so lange noch beschäftigt, fast so lange, wie ich vorher gebraucht habe, sie zu schreiben, also bis sie erschienen sind. Also das ist sowas, was ich über die Jahre entdeckt habe. Und was auch damit zusammenhängt, dass ich selber eigentlich nie am besten weiß, was ich da eigentlich gemacht habe. Ja, das finde ich erst nach und nach raus und... viele andere Menschen helfen mir auch dabei, das herauszufinden, indem sie es lesen, ja. Und ja. Ich greife nochmal diese Frage, die ja keinesfalls in irgendeiner Weise ein Vorwurf war oder sowas mit der Kontinuität auf, weil ich mich frage, wie du setzt ja dieses Gespräch fort und das könnte jetzt ja als einfache Kontinuität wirken. Und das könnte ja auch so wirken, als würdest du dadurch sozusagen diesen Schrecken, der Corona ja auch ist, abmildern.
Jetzt frage ich mich aber, oder habe ich mich gefragt, ob das so stimmt, diese Wahrnehmung, und bin dann auf eine weitere Passage gestoßen, die lese ich jetzt mal vor, auch wenn ich jetzt das nicht geschrieben habe, die ist kürzer. Da hast du geschrieben, hörst du, wie ruhig es ist? Ich wette, du siehst kein Flugzeug am Himmel. Stimmt, nichts los da oben, Waffenstillstand. Das ist die Welt, die pausiert, dass nichts passiert. Das ist das Ereignis, nichts. Naja, jeden Tag sterben ein paar Tausend an der Krankheit, die das Virus auslöst, sie ersticken. Hört sich an wie ein Horrorfilm. Wir leben in einem, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wie endet sie eigentlich, die Weltgeschichte, in deinem DTV-Atlas? Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Passage, um zu zeigen, oder auch für mich selber als Leserin, wie man eben auch mit Motiven und Bildern arbeiten kann, ohne sozusagen so ein Katastrophen- und Schreckensszenario aufzumachen. Also das kommt ja sehr leise, auf leisen Pfoten quasi daher, dieser Schrecken. Also die Frage nach dem Welt, nachdem die Weltgeschichte, wie sie da endet im DTV-Atlas, ist natürlich auch ein Spiegelbild zu unserer jetzigen Situation. Wir können ja auch sagen, naja, wie geht die Weltgeschichte im Zeichen von Corona denn weiter? Also das sind ja auch so Spiegelmotive, die man hier im Text finden kann, die eben sozusagen dieses Verhältnis vielleicht von Kontinuität und Bruch dann doch eben hier einschreiben. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass du diese Passage mit den Toten vorgelesen hast, weil das ist etwas, was mir bei den ganzen Gesprächen über das Virus und die Krankheit eigentlich total auf die Nerven geht, dass eigentlich nie in Deutschland eigentlich nie über die Toten gesprochen wird. Ja? Und ich meine, wir haben jetzt auch mittlerweile bald 9000 Tote, und wenn, dann ist immer nur die Rede von, ah, wir sind so toll, ja, wir haben die wenigsten Toten und wir sind so geil hier und wir haben das so toll gemacht, ja. Und also New York Times hat das immerhin geschafft, also das hätte Schirmacher vielleicht auch gemacht, wenn er noch gelebt hätte, ja, so dann da irgendwie 3000 Namen auf das Titelbild der New York Times gedruckt. Und das nervt mich ziemlich, muss ich sagen. Und deswegen, also es ist ja auf eine Art ein Horrorfilm, ja. Also man hat die unsichtbare Bedrohung, das Unsichtbare, und es löscht dann hier und da Menschen aus, vielleicht nicht so sichtbare, weil die sonst in Altenheimen oder Pflegeheimen leben. Also die Ironie ist ja, dass dieser Text, dieses Telefongespräch, der vergessliche Riese, der ist ja in so einem Pflegeheim und ist dann isoliert, ja. Und das ist die sprechen nur noch am Telefon, die können sie ja nicht mehr besuchen. Also das ist, ich kann es vergessen zu erklären eigentlich, ja. Naja, aber du hattest eigentlich noch was anderes gefragt. Ja. Eigentlich hatte ich doch noch mal also, so ein bisschen fixiert auf den Text eben jetzt gefragt, wie sich dieses Verhältnis sozusagen von Fortschreibung und Einschreibung von Katastrophe verhält. Weil, also in meiner ersten Frage hatte ich abgezielt auf die Kontinuität der Fortschreibung eben dieses Textes, den du mir jetzt geschickt hast, aber dass dieser Text natürlich eine Einschreibung hat, also dass der Bruch, also diese Krise, die du ja gerade besprochen hast, dieses krisenhafte Moment, was du wahrnimmst, dass du das ja über bestimmte Metaphern und Bilder eingeschrieben hast. Also ich wollte eigentlich raus auf genuin literarische Mittel, das wollte ich damit sagen. Also dass das, was man zuerst denken könnte, Fortschreibung eines Textes, aha, da wird was abgemildert auch, ist nicht so schlimm, das lässt sich ja hier auch alles so fortschreiben, dann eben doch über Umschreibungen verändert wird. Ja, da ist die Literaturwissenschaftlerin wieder klüger als der Autor. Aber das genieße ich ja immer sehr, weil, also das ist genau das, was ich meine. Also denn die Leute, die meine Texte lesen, sind ja immer viel klüger als ich. Ich habe die ja nur geschrieben, ja. Also. Ja, das ist die undankbare Aufgabe, die ich jetzt hier ich bin dir dankbar. Nein. Ja, also ich will jetzt auch nicht so viel kokettieren, aber Nein, tatsächlich fand ich das, ich habe tatsächlich einfach meine Reaktion gewissermaßen abgebildet. Erst dachte ich, ha, euer David nimmt das nicht locker, aber das ist nicht so ein Bruch für ihn, der kann den Text einfach fortschreiben. Und dann habe ich mir den Text genauer angeguckt, dachte, der schreibt sich eben nicht einfach sofort. Das hat jetzt eigentlich meine eigenen Reaktionen auch schon. Das Komische ist, dass ich, darüber muss ich, oder das ist auch Prozess dieser Nachbereitung eines publizierten Textes, der eben weiterarbeitet, ist, dass also dieser,
dieser alte, dieser vergessliche Riese, diese Symbolfigur der alten Bundesrepublik auf eine Art eigentlich die Katastrophe schon überall spürt, ja, also der irgendwie, also im Buch ist das irgendwie auf eine Art schon angelegt, also er sieht, dass irgendwie das ganz Westdeutschland eigentlich 60 Jahre lang total hässlich zugebaut wurde und dass überall nur viel zu große Autos rumfahren und dass er eigentlich selber Mitschuld hat an dieser Zerstörung, ja, also er ist der typische Boomer, der eigentlich alles kaputt gemacht hat, ja, aber er auf eine Art merkt er das am Ende seines Lebens, also er muss eigentlich alles vergessen und muss eigentlich dumm werden und plötzlich wird er ganz klug in diesem, sieht er das, was seine Generation eigentlich alles zerstört hat, ja, und mit ihren Atomruinen und Atomkraftwerken, in denen sie immer vorbeifahren und diesem, ja, also diesem eigentlich total reichen, aber total hässlichen, kaputten Land, ja. Ja, nur mit Blick auf die Uhr. Sie kennen ja David Wagner alle als vorzüglichen Autor, aber er hat auch noch einen Nebenberuf, über den er mir geschrieben hat, in einer Mail extra. Und mit deiner Erlaubnis darf ich da jetzt raus zitieren. Ich bin nämlich nicht nur Autor, Klammern auf, Schriftsteller, sondern auch ein Schriftsteller-Darsteller. Und auch ein Beruf als Schriftsteller-Darsteller reise ich herum und lese und rede über dies und das, so viel wie vielleicht auch am Donnerstag. Das heißt, worauf ich doch noch einmal zu sprechen kommen möchte, ist eben diese Rolle, die eben, Katrin, du hattest das auch schon gesagt, es gibt diese lokale Anbindung, also die und du hattest das auch angesprochen, dieses Sprechen miteinander, dieses, was auch eine bürgerliche Sphäre ist, dass wir diese kommunikativen Räume eben auch brauchen. Es wird immer gesagt, die Digitalisierung bekommt jetzt einen Riesenschub und ist doch ganz toll. Natürlich war es auch erst einmal toll, dass wir die Technik hatten, um bestimmte Sachen fortführen zu können. Aber jetzt zeigen sich offenbar ja auch die Grenzen all dessen. Was könnt ihr da sozusagen nochmal aus der Autorenperspektive zu den Grenzen von digitaler Darstellung und eben Autor-Darsteller in der Realität hier sagen? Sind euch da neue Sachen noch aufgefallen? Gerne auch ihr beiden, Julia und Katrin, fühlt euch auch eingeladen, auch ohne Mikro, wenn ihr mögt. Müsste dann irgendwie. Es hat sich ein bisschen totgelaufen, sagt Katrin, mit den Zoom-Lesungen. Machen wir nicht auch eine jetzt? Aber nee, ich habe gehört, das ist ganz zeitversetzt. Eine Woche. Das ist jetzt ein Hybrid. Ja. Ein Hybrid, ja. Nochmal ein tolles. Naja, um das vielleicht noch ein bisschen zu erläutern, also Yoko Tawada, du hast auch vorhin, kam das Wort darstellen auch vor eigentlich, als du erzählt hast von deinen Reisen. Und also ich meine das ganz ernst, also ich sehe eigentlich diese Teilung, sagen wir mal, unserer Berufe schon eigentlich. Also einerseits sitzen wir, also ich sage es mal wir sitzen zu Hause alleine, im Kokon, am Text und nur im Text und das manchmal Wochen, Monate oder Jahre und soziale Distanzierung ist ja eigentlich eine Übung, die fast jeder Autor und Autorin eigentlich beherrschen muss oder vielleicht gibt es auch Genies, die das nicht brauchen, weiß ich nicht, aber also mir geht das auf jeden Fall so, dass ich eben auch auf Sachen verzichten muss, um einen Text gut genug machen zu können. Ja. Und dann gibt es eben die andere Seite und das ist herumreisen und vorlesen und reden und eben immer so tun, als wäre man der das auch geschrieben hat. Ja. Und ja. Ja, dass man die Autoren, also dass das Publikum die Autoren so physisch dort sieht, ob das wichtig ist, weiß ich nicht, aber
die Anwesenheit und das Zusammenkommen von Menschen und vor allem, dass diese Menschen miteinander reden können, das ist dann online, funktioniert ja doch nicht so gut, obwohl es viele Möglichkeiten gibt. Und dieses, das ist dann tatsächlich das Geschehen, dass die Menschen zusammenkommen und miteinander reden. Und darauf kann man nicht verzichten, aber das ist gut. Jetzt muss man das nicht, müssen wir das nicht behaupten, sondern viele haben das durchgemacht und genug gezoomt, ausgezoomt und jetzt wissen sie das zu schätzen, hoffe ich. Ja, ich kam, glaube ich, eigentlich auch nur darauf, weil am Anfang der Isolation und das alle zu Hause blieben, dachte ich, ich war eigentlich glücklich, dachte ich, oh wow, endlich Zeit zu Hause, ich arbeite, ist so wunderschön, ich habe jetzt auch das große Glück, keine Schulkinder mehr zu Hause zu haben, also ich hatte eigentlich wie ein Stipendium zu Hause plötzlich, ja, und dachte immer, ach, zum Glück bin ich kein Schauspieler oder sowas. Und dann fiel mir aber irgendwann auf, nach einigen Wochen, nachdem Absage über Absage eintraf, ich bin ja eigentlich doch ein Schauspieler, eigentlich bin ich ja doch so Reisender in Sachen und spiele eigentlich und lese immer vor und performe oder irgendwas, ja. Also das, ja. Wir sind eben doch eben alle Schauspieler unserer Kunst dann, ja. Und das muss man ja auch ehrlich sagen, also ich glaube, von allen, die wir hier heute sprechen, lebt keiner allein von seinen Buchverkäufen. Also wir, und das ist ja eben unser Glück in Deutschland, wir haben ja diesen Literaturbetrieb, der uns, weiß ich nicht, einlädt und zu Lesungen und Literaturhäuser und so weiter. Hier sitzen wir heute und das wissen ja viele Leute oder Leserinnen gar nicht. Davon leben wir eigentlich. Und wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, ja, dann, Katrin, du hast es auch gesagt, dann weiß ich auch nicht weiter. Also machen wir dann was anderes oder nicht. Und es gab natürlich jetzt Digitalisierung und Lesungen im Internet, aber ich habe es auch zweimal was gemacht, aber bezahlt wurde ich dafür nicht. Ja, also doch einmal wurde ich, glaube ich, sogar bezahlt, ein bisschen, aber sehr bescheiden. Also umsonst Kultur ist im Digitalen eigentlich natürlich, müssen wir alle verbreiteter. Also eigentlich geht es uns ja ganz gut, weil wir haben eben die Bücher und den Text und vielleicht, wenn Leute alle mal zu Hause bleiben müssen, dann kaufen sie vielleicht ganz viele Bücher plötzlich, wäre ja schön. Nur die Klassiker, wir haben es ja gerade gelernt. Dann jetzt Klassiker schreiben. Schreib doch mal Klassiker, machst du nicht so schwer, David. Nee, aber ich meine, das ist ja genau wirklich das Problem. Und ich möchte das auch ganz gerne mal aufgreifen, sozusagen, und damit auch das Schlusswort sprechen und wirklich eine Lanze brechen eben für diese Veranstaltungen, die wir jetzt dann heute endlich auch mal wieder machen konnten. Und zwar auch durchaus aus der Sicht der Leserin, also nicht nur die Autoren und Autorendarsteller brauchen das, denke ich, aus vielerlei Gründen vielleicht und ganz zentral natürlich auch aus ökonomischen, sondern auch die Leserinnen und Leser scheinen mir diese Räume des Literaturbetriebs zu brauchen, um eben auch diese Morsezeichen der Zeit durch erklärt zu bekommen und zu verstehen und sozusagen als Ergänzung eben zu diesem Gedankenkokon in dem oder zu den magischen Akten, in denen sich sonst Literatur vollzieht und dass ihr dann eben auch euch darstellt im Wortsinne und wir mit euch dann eben ins Gespräch kommen können, denn im Grunde genommen sind wir alle vergessliche Zwerge, die dann schon morgen wieder vergessen haben, was sie heute in Zeichen von Corona noch selbst seltsam fanden. Und dafür brauchen wir dann sicherlich auch eure Texte, um das vielleicht dann nochmal besser verstehen zu können. Ja, und damit vielen Dank an euch vier und an das Publikum und weiterhin einen schönen Abend. Das digitale Publikum da. Und an das, ja, das habe ich vollständig vergessen, ja, natürlich. Hallo. Das digitale Publikum wird auch verabschiedet. Okay, vielen Dank.